Ja, meine Damen und Herren, dann haben wir was Interessantes gesehen. Und zwar, wo haben wir das eigentlich gesehen? Sat 1? Bei Sat 1, ja. Und zwar die Sektenführerin Uriella. Vielleicht haben Sie von der schon mal gehört. Aus der Schweiz eigentlich, oder? Ist aber hier irgendwo, hat sich bei uns irgendwo niederlassen? Ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls, die ist mal so in weiß gekleidet. Die haben Sie bestimmt schon mal gesehen. Die hat den Untergang von Ulm vorausgesagt. Ja? Schauen Sie mal. In 2 Tagen wird sich der Himmel über Deutschland bedrohlich verdunkeln. Das sagt Uriella. Die Sektenführerin hat sich selbst zum Sprachrohr Gottes ernannt. Am schlimmsten wird es laut Uriella die Stadt Ulm treffen. Und die zerstörerische Kraft, so die Sektenführerin, ist natürlich das nahegelegene Atomkraftwerk. Es wird explodieren und mit ihm ganz Ulm und Umgebung. Was das zur Folge hat, kann sich ja jeder Mensch selber ausmalen. Denn wir wissen ja um die Geschehnisse von Tschernobyl und Hiroshima. Tja, tut mir leid, liebe Ulmer. Ja, in 2 Tagen seid ihr weg. Ja? Ich habe schon mal vorgesorgt. Ich schneide schon mal Ulm aus der Karte raus. Ja, damit ich vorbereitet bin. In 2 Tagen ist ja soweit. In 2 Tagen geht Ulm unter. So, wo haben wir denn Ulm? Ulm ist doch hier unten irgendwo. Da. Ulm. So. Mann, ist das eine große Karte. Hier unten haben wir Ulm und zwar da, direkt zwischen Augsburg und Stuttgart. Kann man es sehen? Hier ist Ulm. Und das schneide ich jetzt. Geht Neu-Ulm auch unter? Ist das, oder weiß man das? Kann ich mal mit rausschneiden, Neu-Ulm, oder? Ich schneide Neu-Ulm einfach mal mit. Tut mir leid, liebe Ulmer. Ja? So, das heißt, oh, das ist ja ein riesiges Loch dann auch in der A7. Das wird Staus geben. Sehe ich hier gerade. Und das zum Osterverkehr. Mein Gott. Ja, falls Sie auf der A7 fahren wollten, pass auf, da kann ich Ihnen eine Umleitung empfehlen. Und zwar ab Memmingen fahren Sie erstmal in Richtung Landsberg und dann über die Landstraße, dann über Augsburg und dann hier hinten nach Günzburg über die A8. Falls die nicht auch noch betroffen wird, das kann ja sein, dass die A8 durch den... Das ist eine Riesensprengung, wenn da so ein Atomkraftwerk... Ich schneide, glaube ich, die Umgebung auch mit weg, so ein bisschen. So. Blaubeuren, tut mir leid, aber ihr seid weg. Blaubeuren ist auch weg. Komm, hier. Da wollen wir nicht so sein, oder? Nimm mal München auch mit. München ist auch weg. So. Ja. Greta Ulm. Ist doof. Ist doof für Ulm. Jetzt gucken Sie mal, wie das hier aussieht. Ja? Ja. Aber eigentlich nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass Ralf Siegel in München wohnt, oder? Naja. So, also da habe ich jetzt schon mal vorgesorgt, da kann nichts passieren. Ja? Okay, die A9 ist auch weg, tut mir leid. Ja, das ist auch so ein Knotenpunkt. Das Ulmer Atomkraftwerk geht in die Luft. Vielleicht sollte man da mal anrufen und denen das sagen. Machen wir doch mal. So. Ich hab hier die Nummer. So. Oh, es klingt. Ich hab einen Ton. Kernkraftwerk Gundremming, guten Abend. Ja, hallo. Raab ist mein Name. Bin ich da beim Kernkraftwerk Ulm? In Gundremmingen. Das ist bei Ulm, ne? Ja, richtig. Ja, ja. Ich rufe nur an, um Ihnen zu sagen, Kopf hoch. Ja? Irgendwann trifft's jeden. Haben Sie schon, Raab ist mein Name, kennen Sie mich? Nein, kenne ich nicht. Stefan Raab. Ah, jetzt, ja. Ja, ja, hm? So. Ich wollte mal fragen, ist bei Ihnen, zischt bei Ihnen schon irgendwie was? Bei uns zischt nichts. Ja, oder ein paar Zeiger im roten Bereich? Nein, 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 da ist nichts. Alles im grünen Bereich. Alles im grünen Bereich, ja, ja. Ich wollte nur fragen, ob die Stimmung bei Ihnen ist auch noch, oder ist gedrückt bei Ihnen die Stimmung? Nö. Nee, ja? Wollen Sie noch jemanden grüßen vielleicht? Eigentlich nicht. Ja. Passen Sie auf, wenn so eine alte Tante mit merkwürdiger Frisur und weißen Klamotten vorbeikommt, ja? Sie wissen, dass das Ulm untergeht übermorgen. Das ist mir neu. Haben Sie nicht? Die Uriella, die hat das vorausgesagt, dass das Atomkraftwerk in die Luft fliegt. Mhm. Ah!
Ich höre was! Was war das denn jetzt? Das war nichts. Das war nichts, ja, ja. Ja, ja. Da, ich schon wieder. Das war wieder nichts? Was piept denn bei Ihnen? Hallo? Das ist ein anderes Telefon. Bitte? Ach, das ist ein anderes. Oh, die haben aber komische Klingelzeichen bei Ihnen. Ja. Ja. Machen die auch manchmal so? Da haben Sie noch nichts von gehört? Nein. Das ist aber der Hammer. Na ja, gut, dann grüßen Sie noch jemanden. Schnell, komm. Dann haben wir's. Mir fällt im Moment niemand ein. Ja, sehr gut. Dann viel Spaß noch. Ja? Und dann machen Sie es gut. Ja? Ich habe Sie immer gemocht. Ja? Tschüss. Tschüss. Sie wissen gar nichts davon. Aber der Turm war verdächtig, oder? Ich spiele noch ein Abschiedslied für Ulm. Ein bisschen zu traurig, oder? Und zum Schluss sollte man noch mal so richtig auf die Kacke hauen, oder? Okay, dann machen wir es so. In Ulm fliegen bald die Löcher aus dem Käse. Ja, dann geht's bald los in Ulm. Time to say goodbye.